Eine schöne Übung für die Schultermuskulatur und auch für den Trizeps ist, sich in den Handstand zu drücken. Das werden aber die meisten Leute nicht einfach so schaffen. Und deswegen habe ich folgende Übung mal entwickelt, mit einem Sportprofessor zusammen. Ich zeige es einfach mal. Ich gehe in den Kopfstand, nutze aber die Sprossenbahn dazu. Und zwar in den Kopfstand gehen, die Hände ungefähr 80 cm von der Sprossenbahn weg. In den Kopfstand und jetzt hänge ich mich mit den Füßen oben in der Sprossenwand ein. Und jetzt sieht man gleich Folgendes. Ich drücke mich hoch und lasse den Oberkörper gerade. Ich krümme also die Beine und ziehe mich mit Hilfe der Beinbeuger ran. Hier sieht man es ein bisschen besser. Der Kameramann ist ein bisschen zur Seite gegangen. Also den Oberkörper gerade lassen. Noch was. Ich habe hier ein ziemlich rotes Gesicht gehabt. Warum? Na, wenn das ganze Blut in den Kopf fließt. Leute, bei dieser Übung und bei allen anderen, wo ihr in Hand- oder Kopfstand geht, wenn es geht, immer die Augen zu kneifen, sonst kriegt man ganz schnell mal rote Augen. Gucken wir uns das nochmal an. Moment. Also, auf den ausreichenden Abstand achten, sonst kann ich mich nicht gerade hochdrücken. Ne? Ausreichenden Abstand, also 80 cm zur Sprossenwand ungefähr. Und jetzt in den Kopfstand gehen, sich oben sicher einhaken, hier schön die Füße krümmen und jetzt richtig Gas geben. Und dieses Hochdrücken, da schaffen selbst ungeübte Leute ganz schnelle Erfolge. Und das kräftigt natürlich die Schultermuskulatur. Und, ach, jetzt kann ich das nicht anhalten nochmal. So, vielleicht sieht man es dann besser. Na, und natürlich, ja, so leicht ist es nicht. Na, lässt sich, ja, so. Und die Schultermuskulatur wird schön trainiert und natürlich auch der Trizeps, auch andere kleine Hilfsmuskeln, natürlich auch die Beine, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache.